Wir waren diese Woche in Brandenburg am Lenina-Institut für Kunst und Kultur. Dein Brot für die Welt fördert nicht nur Projekte auf der ganzen Welt, sondern auch innerhalb von Deutschland mit der Inlandsförderung. Ja, die Inlandsförderung wendet sich an Projekte, die aktiv sind oder sich einsetzen für entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Jeder kann Anträge stellen, insbesondere Kirchengemeinden oder Vereine, die sich in diesem Bereich engagieren möchten. So auch das Leniner Institut für Kunst und Kultur, das sich gemeinsam mit internationalen Künstlerinnen und Kulturschaffenden für eine weltoffene und nachhaltige Gesellschaft einsetzt. Am letzten Wochenende fand beispielsweise ein Theaterstück gegen Rassismus und Diskriminierung statt. Es waren alle eingeladen, Nachbarn und Leniner. Also werdet aktiv, gemeinsam für die eine Welt.